Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK. Und Leute, wie ihr es nicht anders von mir kennt, würde ich sagen, fangen wir damit an, dass ich euch zeige, wie ich meine neuen Dinos benannt habe. Denn ihr durftet zwei wunderschöne Namen vergeben. Und ich würde sagen, wir fangen an mit unserem Turtle. Der hier ist. Und den habe ich Chiggy genannt. Vorgeschlagen von Kerstin Beck. Gut. Das haben wir. Gehen wir rechts rüber. Hier haben wir die wunderschöne Mantis. Und die habe ich Zirki genannt. Vorgeschlagen von Isger Ali. Gut. Und ja, jetzt sage ich, was wir heute so machen werden. Heute wird eine etwas andere Folge, denn heute möchte ich ein bisschen meine Base bauen. Denn im Moment lebe ich ja hier in dieser, Baracke. Und ich möchte ja schon gerne jetzt was bauen. Und da habe ich mir so gedacht, hier dieser Fleck ist doch ganz schön. Guck mal, da habe ich gleich hier so meine Schiffe, meine jetzige Unterkunft. Und hier kann ich nach und nach dann meine hübsche Base bauen. Heute werden wir natürlich nicht fertig werden, aber ich denke mal so, ein Zaun, ein Tor und das Haus. Das wäre, glaube ich, heute drinne. Und eine Sache noch, Leute. Ich habe einen Schatz gefunden. Also wirklich, ohne Scheiß jetzt, ein Schatz. Passt mal auf. Wir gehen mal da runter. Haha, schlag das scharf. Auf jeden Fall, hier vorne, da. Ich habe so geguckt und dachte so, irgendwie sieht das da vorne komisch aus. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Höhle, ne? Ich bin näher rangegangen. Und guck so, okay, man kann da schon irgendwie rein, aber es geht nicht. Dann habe ich mal mein Zweigleis genommen und habe geguckt. Es sind tatsächlich Goldmünzen. Da. Ihr könnt es sehen, Goldmünzen. Aber keine Ahnung, ich werde noch versuchen, irgendwie einen Weg da reinzufinden, ne? Aber nice, ne? Schon mal was Neues entdeckt auf meiner kleinen Insel. Gut, ja, jetzt gehen wir zurück in mein Haus und wir fangen damit an, schon mal was herzustellen. Und dann werde ich irgendein Dino nehmen, ich würde mal sagen, mein Mantis oder so, und werde schön erstmal hier die Wiese freimachen. Denn ich möchte ja nicht irgendwie hier meine Base in Bäume und Steine reinbauen. Na, ihr wisst Bescheid. Also, als allererstes in mein Haus. Angekommen in mein Haus werde ich euch nochmal eine wunderschöne Überraschung zeigen. Denn jemand ist von den Toten wieder auferstanden. Und zwar Kühlschrank. Kühlschrank ist wieder am Start, Digga. Er durfte nicht fehlen, Digga. Er durfte nicht fehlen. Und ja, den schlage ich mal kurz, weil ich Lust dazu habe. Ey, gut, gut, gut. Und jetzt kommen wir zu dieser Werkbank. Sie sieht sehr mächtig aus. So mit Thors Hammer, Axt. Hier so ein paar Schätze, Fell, dies, das. Wir gehen mal rein. Sie heißt Viking Empire. Ungefähr. Also wenn ihr irgendwie auch die Mod benutzen wollt, einfach mal Viking Empire eingeben. Hier steht es nochmal. Gebt das einfach mal in Workshop ein und dann werdet ihr sie finden. So, auf jeden Fall. Ihr seht schon, hier kann man so geile Sachen bauen wie ein Bär an der Wand oder auch hier ein Schweinchen in der Schüssel, dekomäßig. Hier habe ich natürlich auch mein Boot gebaut. Hier kann man Betten bauen. Oh, schön so mit Dierbärfell, dies, das. Hier auch nochmal. Ihr seht ja, also viele, viele verschiedene Sachen. Aber für mich ist gerade nur wichtig, das hier. Ich kann mit einer Struktur jeweils ein ganzes Haus bauen. Ne? Ihr seht's. Hier nochmal die Leiter. Hier habe ich ein Tor, hier habe ich Zäune. Und mit was fängt man am meisten an? Mit der Umrandung, also quasi mit dem Zaun. Und ich würde mal sagen, ich bräuchte so schon 30 Zäune. Ich glaube, 30 ist ganz gut. Zack, stellt sich auch instant her. Ein Tor, brauche ich nur eins. Zack, wir müssen warten. So, ein Tor, stelle ich her. Und somit hätte ich jetzt 30 Zäune. Das werden wahrscheinlich eher so richtige Steinmauern sein, aber 30 hiervon. Ich bin nicht überladen. Und ein Tor. Gut, da wir das jetzt haben, würde ich sagen, ich schnapp mir jetzt mein Mantis und mache alles platt. Denn die Wiese muss frei sein. Und viele von euch wissen das ja vielleicht. Man kann so einer Mantis eine Spitzhacke geben, eine Axt geben. Ihr wisst es doch selber. Heißt, ich gebe jetzt einfach mal eine Spitzhacke. Zack. In der Hand. So, wir gehen auf sie rauf. Und jetzt kann ich ganz in Ruhe die Steine wegkloppen. Und bekomme auch noch schöne Ressourcen.
ne? Okay, ja, dann werde ich jetzt erstmal hier alles schön frei machen und dann fange ich mit der Umrandung an. So, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Und jetzt geht's los. Ich setze meine Umrandung und ja, hinter mir, mein Mantis geht wieder ab. Man kennt ihn. Und wir gucken erstmal, wie hoch. Ja, geht schon, geht schon. Aber erstmal das Tor. Gut, es ist ungefähr so groß wie ein Behemoth-Tor. So wollte ich das sehen. Damit meine Base auch schön groß ist, muss ich kurz mal gucken. Die Fläche, doch, die reicht. Die reicht. Ich werd das Ding auch so ein bisschen mit einbauen, weil es ist eigentlich schon ziemlich nice, wenn man gleich so ein Maisbeet neben seiner Base hat, ne? Also das muss ich schon sagen. Okay, aber wir gehen jetzt mal auf die K-Sicht. Und jetzt gucken wir mal. Wir werden das Ganze hier hinbauen. Hübsch. Hübsch. Sehr hübsch, muss ich sagen. Gefällt mir. Kann ich es noch verändern? Nein, okay. Dann daneben halt platziere ich jetzt erstmal nach und nach die hier hin. Die auch sehr nice aus. Also Leute. Also jetzt mal ohne Scheiß. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich finde auch, es sieht gut aus. Halten gedrückt. Kann ich auch nicht verändern. Ja gut, dann werde ich jetzt erstmal eine schöne Umrandung machen, ne? Einmal drumherum. Ich denke mal, ich muss mehr als 30 bauen. Ich denke mal, ich bin so mit 80 gut dabei. Aber 30, das wird nicht ausreichen. Okay, ja, ich würde jetzt die Umrandung erstmal fertig bauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich soweit mit der Umrandung fertig bin. Okay, Leute, bis gleich. So, da bin ich dann wieder und ich würde mal sagen, mit der Umrandung bin ich fertig, aber ist doch ein bisschen größer geworden, als ich gedacht habe. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen übertrieben, aber muss so sein. Es muss einfach so sein. Okay, dann zeige ich euch mal. Also, das sind meine Umrandungen, ne? Einmal da. Bis da hinten hin. Ich werde euch das Ganze nochmal so zeigen. Auf ein Pteranodon. Ich habe nämlich alles mit eingebaut, weil musste einfach sein. Passt mal auf. So, hier nehmen wir den hier. Zack. Hoch. Also. Hier, ihr seht schon. Ich habe meine ganzen Schiffe mit eingebaut. Musste wirklich so sein. Aber ich bin noch am Überlegen, ob ich die Mauer bis hinten durchziehe. Denn Karkinos ist schon ein wenig nervig. So, dann. Also hier, ne? Hübsch, hübsch. Dann hier habe ich die große Fläche. Hier wird mein Haus und so weiter hinkommen. Hab noch mit das Maisfeld eingebaut. Also ich finde, das sieht übelst nice aus. Guck, wenn man hier so lang geht. Dann hier so. Das sieht schon gut aus, finde ich. Das sieht schon gut aus. So, bis hinten hin. Und ja, das war's. Das sind jetzt halt die Umrandungen. Okay, so groß ist das eigentlich gar nicht, wenn man so guckt. Guck mal, wenn man so guckt, so groß ist das gar nicht. Ich find's klein. Ich find's ehrlich gesagt klein. Aber das Gute ist halt, hier kann ich auch überall meine Wasserdinos hinpacken. Das ist ja das Geilste vom Geilsten. Okay, dann packe ich den jetzt mal hin und wir brauchen zwei wunderschöne Tore, denn bis jetzt kann hier überall noch was reinlaufen. Deswegen gehen wir mal hoch. Zack, rein da. Und wir hatten ja gesagt, Tore. Doors. So, ich würde mal sagen, das sind die großen Tore. Deswegen, davon hauen wir mal gleich zwei raus. Zack. Ich weiß gar nicht, wie meine Ressourcen heute so hinkommen. Aber ich habe sehr viel gefarmt. Mit der Mantis. Ich denke mal, das wird alles hinhauen. So, hier ist das erste Tor. Ich mach mal rein. Warte. Näher ran. Zack. Und ja, Digga. Das sieht übelst gut aus. Übelst gut aus. Gefällt mir. Okay, mal sehen, wie hört sich das an? Oh, Digga, Gänsehaut. Okay, das haben wir. Mach ich gleich wieder zu. Finde auch geil, dass sie einen eigenen Zaun genommen haben und nicht den von Ark übernommen. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Lass mich durch! Ich komm nicht durch! Dinos! So, gut. Das ist das andere Tor. Das Haupttor. Also das hier ist ja das Haupttor. Machen wir rein. Zack. Uiuiuiui. Und das Gute ist, ich kann diese Dinge auch übereinander bauen. Heißt, sollte Karkinos da noch locker rüberkommen, werde ich einfach höher bauen. Ein, zwei höher, aber ich denke mal, so wird das ausreichen. Okay, gehen wir rein. Hört sich so geil an. Wieder zumachen. So, und jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ich werde meine Häuser bauen.
Nicht nur ein Haus, Leute, ihr habt es richtig gehört. Ich werde meine Häuser bauen. Ich hoffe, dass die, wie gesagt, die Ressourcen noch alles so, dass das alles noch so hinhaut, aber ich denke mal schon. Okay, als allererstes das größte Haus. Das ist wahrscheinlich das und, ja gut, reicht. Dann nehmen wir noch das. Wahrscheinlich kann ich sie noch nicht mal alle tragen, aber ich werde es einfach mal alle bauen. Wir gucken uns gemeinsam alle an. Mal schauen, welches am besten aussieht. So, hier nochmal das kleine Hobbithaus. So, davon bräuchte ich, glaube ich, jetzt mal so 5 Stück. Fasern, seht ihr? Ah, okay, aber wir können uns die Häuser angucken. Die Häuser können wir uns angucken. Okay, gehen wir nach Größe. Denk mal, so ist richtig. Ich werde mir so eine kleine Stadt einfach aufbauen. Das wird gut aussehen. Das wird richtig gut aussehen. Okay, und Fasern. Fasern werde ich mir gleich besorgen, denn mein Mantis ist vor der Tür. Okay, ja, ich muss die Dinos anders hintun. Lasst mich doch einfach durch! So. Okay, gehen wir hier zur Wiese und jetzt gucken wir mal. Wir fangen mit das Kleinste an. Okay, zack. Das ist also das Kleinste. Ich platziere es einfach mal random hier hin. So, wir warten, bis das richtig aufgebaut hat. Nice. Sehr nice. Hier könnte ich zum Beispiel meine Pferde unterpacken. Irgendwelche Reittiere, Raptoren, dies, das, man kennt es. Und hier drinnen, Leute, hier drinnen könnte ich auch eigentlich, da hier kein Boden ist, Dinos reinpacken oder so, ne? Sieht aber schön aus. Natürlich könnte ich auch Foundation unter mir bauen, aber ich glaube, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Sieht aber wirklich schön aus. Also das gefällt mir. Auch mit diesem Rasendach. Wartet mal, kennen wir das? Wir können es ändern. Snow. Guck mal hier, Schnee. Schneedach. Also im Schneegebiet würde das richtig gut aussehen, Digga. Das würde richtig gut aussehen. Okay, aber wir brauchen ja Grasdach. Gut. Das war Haus Nummer 1. Wir machen weiter. Heben wir wieder auf. Es dauert echt lange. Aufgehoben. Okay, gehen wir weiter mit Nummer 5. Zack. Okay, das ist schon deutlich größer. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das schaut auch echt nice aus. Man kann es auch wieder Schneedach wechseln. Und wie kommt man da rein? Okay, man kommt nur von oben rein. Ja, das heißt für mich, ich muss mal kurz in mein Mantis nehmen und wir werden ein bisschen Fasern sammeln, ne? Wir werden ein bisschen Fasern sammeln und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein paar Leitern hergestellt habe. Und ich da auch reingehen kann, ne? Okay, Leute, mal wieder, bis gleich. So, ich habe knapp 8000 Fasern. Ja, ich will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich denke mal, das wird ausreichen. Ich denke mal, das wird ausreichen. So, bauen wir uns mal 6 Stück. Zack. So, mal schauen, wie das hübsche Haus von oben aussieht. So. Okay, 7. Und wir können es... Wo können wir es anbringen? Hallo, wo ist der Eingang? Hier? Ah! Hier. Okay, rein da. Zack. Ja, also so aussichtsmäßig passt das hier schon übelst gut. Also das gefällt mir schon mal auf jeden Fall richtig gut. So ein paar Stühle hin. So ein kleines Beet. Das ist hübsch. Okay, ja, hier innen drinne, ja... Geht. Hier haben wir so ein kleines Verlies. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht runtergehen. Wir können ja mal so gucken. Wartet. Er hat keinen Boden, ne? Hat halt keinen Boden. Wie könnte ich so meine Viecher einsperren, die ich hasse? Okay, das ist dieses Haus. Ist schon nicht schlecht. Gefällt mir auch. Gehen wir hier runter. Heben das Ganze hier auf. Ha, ha, ha. Nichts abreißen hier. Bei mir gibt's das nicht. Wir nehmen diese Gun. Und heben das Ganze auf. Ha, ausgetrickst. Kann ich eigentlich... Ja, das geht natürlich nicht. Okay, ich heb's auf. So, weiter geht's mit Nummer 4. Ui, ihr seht schon, das wird immer deutlich größer. Okay, es soll eine Überraschung werden. Mal schauen, wie das aussieht. 1, 2, 3. Ja, schon deutlich größer wieder. Viel größer. Das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir echt gut. So, mal sehen, haben wir jetzt eine Treppe? Nein, wir haben keine Treppe. Nur wieder Leiter. Okay, machen wir mal. Zack. Eine Treppe hätte schöner ausgesehen. Naja, was soll's.
Okay, hier oben haben wir zwei Räume. Hier haben wir einen Raum, da haben wir einen Raum, hier haben wir einen Balkon. Ja, nicht schlecht. Aber das reicht mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht. Da muss noch was Besseres her. Also für meine Dinos oder so ist das schon nicht schlecht, aber... Nee. Das geht noch nicht. Ich brauche was Besseres. Okay, aufheben. Okay, dann gucken wir mal. Nummer 3. Oh, Digga. Okay, das ist schon viel, viel größer. Zack. Boden angucken. Überraschung, Überraschung. 1, 2, 3. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber naja, was soll's. Hier kann man wieder sehr schön seine Dinos unterstellen, ne? Und hier drinnen kann man... Oh, das ist doch gut. Hier sind schon so eine Zäune, also hier kann man sehr gut auch seine Dinos reinstellen. Das gefällt mir. Hinten ist es auch offen mit einer Rampe. Doch, das ist gut. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Okay, das hebe ich mal auf. So, Leute, und jetzt kommen wir wirklich ans Eingemachte. Die zwei besten und größten Häuser. Und eins von beiden werde ich mir aussuchen und das wird zu meinem Heim werden. Okay, ich werde euch zeigen. Das ist das erste. Ihr seht schon, das ist schon deutlich größer. Und zack. Ja, Leute, ihr seht schon, also das ist wirklich groß. Wir gehen mal hier rüber. Also, das wäre das erste. Digga, das ist eine Struktur. Ihr müsst euch das mal geben. Okay, also das ist eine Struktur. Sieht schon sehr nice aus. Wir gehen mal hier hoch. Mhm. Aussicht. Spitzenmäßig. Also wirklich. Von allerfeinsten. Gefällt mir. Ja, wir gehen mal rein. Also. Hier haben wir so den ersten Raum. Oh, da oben. Schön. Okay, ja, hier so. Keine Ahnung, kann man so eine Sitzbank hinmachen. Schön aus dem Fenster gucken. Hier genauso, aber ich würde wahrscheinlich hier meine Haustiere... Ich denke mal, hier würde ich so meine Haustiere aufbewahren. Ne? Also hier so, links, rechts, dies, das. Jetzt gehen wir mal höher. Okay, also hier haben wir den wunderschönen Boden. Hier nochmal. Und hier haben wir wieder die Treppen. Ich finde... Ja, es ist schon ein bisschen klein, ne? Also, das ist schon schön hier, aber es ist irgendwie klein. Also, irgendwie ist das klein. Also, Haustiere könnte ich dann nicht hier reinpacken. Hier müsste ich halt meine Werkbänke hinpacken. Oben müsste ich mein Bett und Schränke hinpacken. Aber mal gucken, wie groß das andere ist. Erstmal aufheben. So, jetzt kommt das Letzte der Letzten. Okay, believe, Leute, das muss wirklich besser sein. Es muss größer sein. Zack. Okay, es sieht schon mal so jetzt gleich aus. Oh, bitte, Leute, es muss größer sein. Es muss größer sein. Okay, ich glaube, es ist doch... Es ist doch größer. Doch, das ist deutlich... Ui. Das ist viel, viel besser. Das ist besser, Leute. Das ist besser. Okay, wir gehen mal rein. Ich sag schon mal eins. Das wird mein Haus. Das wird mein Haus. Okay, ja, hier, oh ja, das wird mein Haus. Das wird mein Haus. Hier haben wir eine Riesenhalle. Hier. Alter, ich kann überall so Werkbänke reintun. Doch, das hier wird mein Haus. Nice. Das gefällt mir richtig gut. Und heute läuft Ark so ein bisschen, naja, also, lasst euch davon nicht stören. Also, ein bisschen schmierig läuft das. So, dann, da oben kann ich hoch. Das wird mein Schlafbereich. Zack. Wir gehen mal gucken, wie schaut's da oben aus? Ja. Ja, das ist schön. Hier so einfach mein Bett hin, vielleicht noch einen Schrank. Leute, das ist geil. Okay, ich habe also mein Haus gefunden. Nice. Gut, ja, hebe ich das Ganze auf, platziere es richtig hin. Die anderen Häuser werde ich nicht alle benutzen, aber ich werde welche benutzen. Das hier aber auf jeden Fall. Bloß, ich will es schön mittig haben. Oh, das sieht aber... Oh, verliebt, Digga, verliebt. Das sieht schon übelst nice aus. Okay, dann hebe ich das mal auf, platziere es in der Mitte und wir sehen uns gleich wieder. So, wir gucken jetzt mal. Also, da haben wir das Tor. Da haben wir das Beet, also müsste hier so das Haus hin. Hier so. Hier, genau hier. So. Ich will das auch so genau am Wasser dran haben. Das muss alles hier schön passen. Weiter raus. So, so ist gut. So, wir gucken mal.
Weiter, weiter, weiter. Oh, wartet. Das geht. Oh, das. Oh, ich bin schon im Wasser. Da bin ich schon im Wasser. So. Zack. Ja. Ich glaube, ich hab's gut hinbekommen. Wir gucken. Okay, und zurück. Da haben wir jetzt mein Haus. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ja, das gefällt mir. So, die anderen Häuser. Ich würde sagen, das auf Nummer 2, das, ja, mache ich nochmal weg. Also das andere davon. Aber hier, diesen Tierstall. Tierstall würde ich sagen, mache ich hier so hin. Pass mal auf, hier so. Oder? Gleich daneben? Ja, warte mal. Ich spring mal kurz vom Petri ab. Stört mich gerade ein bisschen. Das mache ich nochmal weg. Da ist mein Haus. Mein Eigenheim. Hier so. Zack. Ja. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz... Ja, okay. Doch, das ist ganz gut. Alter, wie weit das runtergeht. Aber es ist gut. So kann ich zum Beispiel mit Leviathan hier ranfahren und mit den Dinos hier rauflaufen. Das ist doch eine super Idee, oder nicht? Lass ich so. Das lass ich so. Gut. Okay, nächstes Haus. Was hatten wir hier nochmal? Das, das und das. Ein Haus platziere ich noch. Aber nur noch eins. Die anderen werden dann weggeschmissen. So, ich habe mich, glaube ich, entschieden für ein Haus. Die anderen haben mich alle abgerissen. Das hier. Das werde ich wahrscheinlich nochmal hinplatzieren. Für meine Busmenschen. Die werden dann das Haus hier bekommen. Nicht alle, sondern nur so ein paar. Ein paar will ich auf Patrouille schicken und auch hier in diesen kleinen Hütten überall reintun. So, aber das hebe ich jetzt auf und das packe ich. Ja, wo packe ich das hin, Leute? Ich habe keine Ahnung. Daneben? Doch, daneben. Ich glaube, daneben ist ganz gut. Komm, packen wir daneben. Wartet. Zack. So. Sind wir Nachbarn. So, jetzt nehme ich mal kurz Petros und wir gucken uns das Ganze von oben an. Ob sie überhaupt gut aussieht. So. Zack. Hoch. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier so Umrandung. Hier so drei Häuser. Verliebt, Leute. Verliebt. Ich werde jetzt nochmal gucken, was ich so innenausstattungsmäßig bauen kann. Und dann gucken wir einfach mal. Ein bisschen was werde ich noch machen, aber nicht mehr viel. Ne? Ich will nur ein bisschen bauen. Ich will jetzt nicht meine ganze Base irgendwie fertig bauen. Noch lebe ich hier in meinem kleinen, aber feinen Heim. Okay, hier. Komm, wir können ja schon mal das hübsche Bett bauen. Guck mal hier. Das wird schön werden. Gut, das Bett haben wir. Das nehme ich gleich mal hier unten rein. Das kam weg. Dann hier so ein Bärenkopf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Über mein Bett. Das wird richtig gut aussehen. Auch hier unten rein. Ansonsten, den Rest will ich jetzt noch gar nicht bauen. Das will ich nach und nach machen. Komm, ich würde sagen, wir platzieren noch mein Bett hin, diesen Kopf da und ja, dann gucken wir mal, ne? Da wäre ich jetzt in mein Schloss. Okay, jetzt heißt es nur, wie mache ich das? Das könnte ich jetzt eigentlich hier so hinpacken, aber ich glaube, ich mache es so rum, weil ich will ja diesen hübschen Kopf über mein Bett haben. Also heißt es für mich, zack, so. Ja. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Und jetzt noch das Beste. Oh, Digga. Oh, geil. Zack. Nice, Alter. Okay, mal sehen. Habe ich irgendwas zu fressen hier gerade? Nice. Gut. Also, ihr müsst schon sagen, ne? Das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Einmal kurz Probe liegen. Oh, ja. Oh, ja. Da lässt sich's auf jeden Fall gut schlafen. Das gefällt mir. Digga. Digga. Okay, weg hier, weg hier. Ja gut, sollte so eine kleine Baufolge werden, also ich wollte jetzt keine lange Folge machen. Ich könnte natürlich noch was zähmen, aber Leute, das Projekt geht doch noch sehr lange. Deswegen, ich würde sagen, beenden wir hier die Folge. War eine kleine Baufolge und das nächste Mal bauen wird dann wieder so nach 4-5 Folgen kommen und mal schauen, wie dann die Base aussehen wird. Okay, aber jetzt bleibt erstmal nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Kommi da und ciao. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.